Also ich bin Mia, ich bin 13 Jahre alt. Ich bin Till, bin 11 Jahre alt, komme von der oder bin in der KJG Heilig Geist. Die erste Frage ist, wer bist du und warum willst du, dass die Leute dich wählen? Ich bin Stefan Nackel, ich bin 45 Jahre alt, Familienvater, ich habe einen 10-jährigen Sohn und ich bin für die CDU Bundestagskandidat. Und möchte in Münster gewählt werden als Direktkandidat. Und warum sollte man dich wählen? Weil ich ein cooler Typ bin. Weil ich glaube, ich kann Münster und die Münsteraner gut vertreten, weil ich hier ein gebürtiger Münsteraner bin. Ich bin hier in Hiltrup, wo ich wohne, geboren, zur Schule gegangen, ich habe hier studiert. Ich habe viel Erfahrung über die Lebenswirklichkeit der Münsteraner. Und ich habe auch, oder ich stehe für bestimmte politische Positionen, die ich glaube, die sehr wichtig sind, dass sie im Bundestag vertreten werden. Was sind das denn zum Beispiel für, also wofür treten Sie ein? Gerne für die sozialen Fragen. Also ich bin engagiert in meiner Freizeit auch zum Beispiel in der Rentenversicherung oder im Kolpingverband oder bei der KAB. Früher war ich bei den Pfadfindern im Familienbund. Das sind auch alles Verbände, so wie die KJG auch. Und diese Themen, die dort verhandelt werden, die interessieren mich sehr. Also soziale Gerechtigkeit, dass Leute Arbeit haben, dass man von der Arbeit auch leben kann, dass es Tarifverträge gibt, dass eine gute Rentenversicherung da ist, dass es eine gute Krankenversicherung gibt, dass Familien genügend Geld zum Leben haben, dass es keine Kinderarmut gibt, dass es gute Bildungsmöglichkeiten gibt. Dafür möchte ich mich gerne einsetzen. Würdest du sagen, du lügst auch manchmal? Ich lüge. Ich glaube, dass man das ein bisschen differenziert sagen muss, also sehr genau. Ich lüge, so wie alle anderen Menschen auch, bin ich ein ganz normaler Mensch. Ne? Also, aber man muss manchmal geschickt kommunizieren. Das heißt also geschickt sprechen. Man muss nicht immer alles sagen, was man weiß. So, dass es passt. Also insofern, jeder Mensch hat Ausreden und so. Und das habe ich natürlich auch. Aber ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein und die Position, die ich politisch vertrete, auch ehrlich zu vertreten. Okay. Was willst du tun, um die Umwelt zu retten? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Der Klimawandel, die Erderwärmung. Es gibt ja sehr viele, einen sehr großen Handlungsdruck. Wir müssen was machen. Das wissen wir alle. Es gibt ja die große Bewegung Fridays for Future. Vielleicht macht ihr da auch mit. Ja. Die das nochmal sehr deutlich gemacht hat und wo die Kinder und Jugendlichen deutlich gesagt haben, dass es auch um ihre Zukunft geht und dass es ein sehr dringendes Problem ist. Und das sehe ich auch so. Ganz konkret engagiere ich mich für den Ausbau von Photovoltaik. Ich habe in Münster eine Initiative gegründet, die heißt Sundays for Energy. Das klingt so ein bisschen ähnlich wie Fridays for Future. Das haben die auch ganz bewusst so gemacht, weil das eigentlich eine Antwort sein soll auf Fridays for Future. Wir müssen versuchen, in Münster auf den Dächern viel mehr Photovoltaikanlagen zu bauen, damit der Strom hier produziert werden kann. Und ich möchte gerne die Menschen beteiligen. Wenn das irgendwie geht, möchte ich eine Genossenschaft machen, dass Leute Anteile kaufen können und damit die Anlagen auch finanzieren können. Dass das nicht die großen Banken und Firmen machen, sondern dass das alle Bürger machen können, dass das vielleicht sogar die Menschen von Fridays for Future machen können. Und das ist so mein konkreter Beitrag. Welche Förderung von Fridays for Future unterstützt du denn? Forderung. Es soll ja das Klimaziel 1,5 Grad Erwärmung erreicht werden. Das ist natürlich ein wichtiges Ziel. Man muss sich immer sozusagen einig sein und klar sein, was man machen will und was jetzt das wichtigste, dringende Problem ist. Und das sehe ich auch so, dass wir versuchen müssen, durch die Reduktion von CO2, also dass wir immer weniger diese Abgase ausstoßen,
dafür sorgen, dass es dann eben keine Erwärmung weiter gibt. Insofern, auf der Zielebene sind wir da ganz übereinstimmend. Mir ist nur besonders wichtig, dass wenn wir dann Politik machen und Gesetze machen und Programme auf den Weg bringen, dass wir das so machen, dass die Menschen auch damit leben können. Also wir können jetzt nicht von heute auf morgen Schnitt machen und alles an Kohleverstromung abschalten sofort. Dann stehen wir nämlich im Dunkeln da, dann funktioniert unser Kühlschrank nicht und das geht nicht. Und dann haben die Leute auch keine Arbeitsplätze mehr und so weiter. Das heißt, man muss sehen, dass man die Ziele, die man für sehr wichtig hält, so zu verfolgen, dass die Menschen auch mitgenommen werden. Dass es Kompromisse gibt. Die Kompromisse dürfen aber keine faulen Kompromisse sein. Es muss schon am Ende das Ziel rauskommen. Und daran müssen wir im Moment arbeiten. Okay. Bist du dafür, dass man früher wählen darf? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum? Das ist eine Debatte in den Jugendverbänden, die kenne ich ganz gut aus dem Landtag. Ich habe eine Kommission geleitet, die sich mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt hat. Und da gab es auch eine Debatte darüber, über das Wahlalter. Es gibt ja die Forderung Wahlalter 16. Im Moment kann man ja bei den Kommunalwahlen, wenn es hier um die Stadt Münster geht, kann man schon mit 16 wählen und bei der Landtagswahl auch, beziehungsweise bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl geht das noch nicht. Und die Frage ist ja, warum oder ab wann ist man in der Lage, politische Entscheidungen zu treffen? Und ist das im Verhältnis zu sehen mit anderen Fähigkeiten, die Gesellschaft einem Menschen zutraut? Wir haben 18 Jahre eigentlich als das Alter definiert, wann man erwachsen ist, wann man Auto fahren darf. Das ist jetzt schon etwas aufgeweicht auf 17, aber auch nur begleitetes Autofahren. Es hat was mit Strafmündigkeit zu tun. Und die Position der CDU ist, dass man sozusagen das Wahlalter 18 beibehält. Und ist mir noch wichtig, das zu sagen, dass wir uns politisch ja beteiligen können durch Wahlen, aber auch durch Arbeit in Verbänden und in anderen Gremien. Und es gibt viele Möglichkeiten sozusagen auch für Jugendliche, sich jetzt schon zu beteiligen. Im Landtag machen wir zum Beispiel auch Jugendlandtage, wo besonders Jugendliche angesprochen sind. Also mir ist die Beteiligung von Jugendlichen sehr wichtig. Okay. Unsere KJG Heilig Geist macht seit vielen Jahren einen Fairtrade-Shop. Macht die CDU genügend für faires Handeln? Ja, wir haben jetzt gerade ein Lieferkettengesetz. Ja, kennt ihr das Wort, Lieferkettengesetz? Das war ja auch in den Diskussionen der letzten Monate dann stark. Der Entwicklungshilfeminister Müller, der kam von der CSU, das ist die Schwesterpartei der CDU, und der war dafür zuständig und hat das am Ende jetzt durch den Bundestag bekommen. Und da geht es darum, dass man sozusagen Standards für faires Handeln etabliert. Wir sind ja heutzutage in einem Weltmarkt. Das heißt, wenn ihr Kleidung kauft, dann wird irgendwo die Baumwolle angebaut und an anderen Stellen wird da Garn gemacht. Und es sind ja ganz viele Produktionsschritte und die sind global verteilt. Und das ist nicht nur für Kleidung, sondern für viele Produkte, mit denen wir zu tun haben. Die werden eben auf der ganzen Welt hergestellt und transportiert. Und da muss man sehen, dass es wirklich fairen Handel gibt und faire Arbeitsbedingungen, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überall. Ich habe mich auch engagiert am Anfang in meiner Phase im Landtag. Da ging es auch darum, zum Stichwort Vergabe. Dann, wenn staatliche Einrichtungen Aufträge vergeben, dass sie gewisse Standards einhalten müssen bei der Auftragserfüllung. Da ging es vor allen Dingen um Steine für den Straßenbau und für Grabsteine und so weiter, dass Standards eingehalten werden müssen, weil in den Steinbrüchen oft Kinder arbeiten.
Und das geht natürlich nicht. Ja. Also wir haben jetzt nur ein Auto, damit wir zu unseren Oma und Opa fahren können. Die wohnen in einem kleinen Dorf und da gibt es keine gute Busverbindung. Man könnte da theoretisch schon mit dem Bus hinfahren, aber es wäre halt sehr kompliziert. Und nur deswegen so richtig haben wir ein Auto, damit wir da halt regelmäßig hinfahren können. Und tust du irgendwas dafür, damit es mehr Busse und also auch mehr öffentlichen Verkehr gibt, damit man nicht mal so viel Auto fahren muss? Ja, also ich persönlich, wir haben auch nur ein Auto. Das fährt oft mit mir mit, weil ich sozusagen dann oft nach Düsseldorf fahren muss. Und da ist es genauso unpraktisch an vielen Stellen für mich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Wir hier als Familie fahren in Münster auch, soweit es irgendwie geht, mit dem Fahrrad. Und wir nutzen das Auto einfach nicht als Freizeitding, sondern wir freuen uns, wenn wir Fahrrad fahren können. Als Politiker, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, haben wir alle unterschiedliche Aufgaben, Themenaufgaben. Deswegen bin ich nicht für den Bereich Verkehrspolitik zuständig. Aber ich kenne die Kollegen in der Fraktion gut, die Verkehrspolitik machen und die in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, der Hendrik Wüst, der Verkehrsminister ist. Und der macht sehr viel, dass man die Situation im öffentlichen Nahverkehr verbessern kann. Und das Interessanteste ist auch so ein Thema, was Digitalisierung bedeutet. Wir haben ja jetzt mit den Smartphones, die ja fast alle Menschen haben, die Gelegenheit, sozusagen Informationen miteinander gut zu koppeln. Und das Ideal wäre, dass wir ein System haben, wo die verschiedenen Verkehrsmittel von Bussen und Zügen und Fahrradverleih und was es alles gibt, so miteinander gekoppelt sind, dass man eigentlich nur eingeben muss ins System, wie ein Navigationssystem, ich möchte von da aus zu einem anderen Ort hin und dann kann man sich über sein Smartphone digital leiten lassen. Und dann geht man sozusagen, wird man zum Bahnhof geführt und geht in dieses Mittel und dann kommt das andere und so weiter. Und ich glaube, eine solche Form der Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel, das muss laufen. Und wichtig finde ich auch, dass wir die Bahn stärken, im Unterschied zum Flugverkehr. Ich bin jetzt kein Gegner, ich bin ein Gegner, dass wir immer alles verbieten. Wir müssen besser Alternativen finden, dass die Leute besser damit umgehen können, dass bessere Alternativen schaffen. Und wenn die Bahn bessere Verbindungen von Münster nach Berlin schaffen würde, braucht man nicht fliegen. Wenn ich nach Berlin kommen würde, würde ich sowieso nicht fliegen. Ich habe schon mal eine Zeit lang in Berlin gearbeitet und bin zwischen Münster und Berlin gependelt, auch immer mit der Bahn gefahren. Das ist einfach praktischer, weil man da gut arbeiten kann. Ja. Also wenn ich die Gelegenheit hätte, meine Meinung dazu zu sagen und das zu bestärken, würde ich mich für den Bahnverkehr einsetzen und auch für alle Möglichkeiten der Forschung, wie man die Vernetzung dieser verschiedenen Systeme schaffen kann. Okay.